Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Ghost Recording. Ich bin's, euer FlorianTV, heute frisch am Start. Ja, wir haben in der letzten Folge haben wir den berühmten Amarura da befreit und jetzt werden wir uns auf jeden Fall mal ein paar Informationen holen, damit wir mal hier die Herrschaften verhören können. So, als erstes würde ich sagen, fahren wir da mal den Leutnant hin, zum Leutnant und den mal verhören. Ich würde sagen, da schnappen wir uns am besten mal ein... Ja, erstmal die Waffenkiste einsammeln, um so ein bisschen mal ein paar neue Teile zu haben. So, I für Ausrüstung, gucken wir uns mal ganz schnell die Ausrüstung an. Die Zeit nehmen wir uns jetzt mal. So, wir haben jetzt auch Fähigkeitspunkte, die können wir natürlich auch verteilen. Am besten machen wir es so, ich werde jetzt auf jeden Fall mal die Batterie erweitern, ne? Wird das gehen? Ne, Nachtsicht geht, okay, Reichweite, können wir mal die Reichweite verbessern, so. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, fahren wir da jetzt auf dem schnellsten Wege mal hin. Ich muss natürlich nochmal Munition vorher tanken, achso, ich habe ja schon genug. So, dann wollen wir mal hinfahren, ne? Uns ein paar Infos holen. Los geht's. So, drin, los. Ja, da einsteigen, los geht die Party hier. Wir wollen auch noch ein bisschen was. Akatari ist in der Leitung. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Stellen Sie durch. Hola, compadre. Ich habe ein Problem in Itaqua. Und Bowman hat mich an dich verwiesen. Meine Leute in Itaqua brauchen Hilfe. Es gab viele Verluste durch das Kartell. Und die Grauen von Yuri Ippolito haben sie mutlos gemacht. Die Flamme der Revolution ist fast erloschen. Lass stecken, Katari. Sag einfach, was du brauchst. Das Kartell schickt bald einen Konvoi durch die Provinz. Meine Leute brauchen diese Vorräte dringend. Könnt ihr ihn für uns überfallen? Schon erledigt. Ja, das können wir dann. Kann Katari uns jetzt Befehle? Katari braucht den Konvoi und er kriegt den von uns. Je mehr er unsere Hilfe braucht, desto mehr können wir im Gegenzug verlangen. Au, au, au. Bereit für den Angriff. Er öffnet das Feuer auf diese Herrscher. Oh, das war nicht so gut. Oh, das war wohl nicht so schön. Super, das haben wir jetzt. Das haben wir ja mal wieder super hingekriegt, das war eigentlich nicht so der Plan. Wir wollten eigentlich den Leuten abhören. So, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um also Wechseltaste zu öffnen. Feuer, Befehle. Ich kann jetzt auch Befehle geben. So, zum Beispiel neu formieren, halten, feuern. Ich würde sagen... Sammeln, Leute. Okay. So, ich möchte natürlich, jetzt haben wir den Leutnant jetzt hier... Achso, den haben sie aufgescheucht. Ah. So, wir wollten jetzt mal gucken, wo der Leutnant ist. Wo ist denn der Leutnant jetzt hier? Den wollten wir eigentlich uns entführen. Okay, das ist der Leutnant. Dann werde ich sagen, mit dem reden. Hä, hey, wieso geht das jetzt nicht? Na, komm schon, du. Hallo, bleiben Sie mal stehen. Alter, sag mal, haut der hier ab, der? Hola, ¿qué tal? Irgendwas über das Kartell oder die Sicarios hier gehört? Gracias. Viel Glück. Ich habe Details zu einem Sender, der nur auf uns wartet. Schatten wir ihn ab. Na schön, jetzt geht hier auch gleich die Schießerei los. Das war jetzt natürlich echt sehr peinlich, sozusagen. Toll, jetzt kommen wir da, jetzt haben wir hier den ganzen Trupp Amigos aufgemischt. Ja, jetzt haben wir ein paar Informationen bekommen. Jetzt würde ich sagen, würde ich sagen, sammeln wir uns jetzt die wichtigen Aufklärungsdaten. Würde ich sagen, fahren wir da jetzt am besten hin. Ohne, dass wir jetzt hier irgendwelche Rebellen aufsammeln. So, Einführung. Rebellen sind Verbündete, die in... Kampf helfen können. Revolutions Unterstützung. Okay, wie interessant. Ja, ne? Schon mal Unterstützung, das ist auch gut. Cheater, ich sollte vielleicht mal aufhören. Da kommen noch mehr Sicarios. Ja, ich verschwind mal hier ganz schnell ohne meinen Trupp. Boah, Alter, hier. Ich mit diesem kleinen Bus, Alter. Das kann ja nicht gut gehen mit euch, liebe Zuschauer. Das kann ja wohl nicht gut gehen. Ja, das, Eieieiei. Meine Güte, wie ist hier...
dir irgendjemand gesagt, dass ihr das Feuer öffnen sollt, Leute? Manometer. Halleluja, ich glaube, da will man einmal Informationen haben. Eieiei. So, ich glaube, wir holen uns jetzt erstmal die Aufklärungsdaten. Oh, weia. So viel zum Thema Drogenkartell hier. Ja, das kann ja noch eine heitere Mission werden. Verstärkung ruft an. Oh, shit. Wir kriegen Verstärkung. Ja, ich verschwinde hier ja schon. Ich bin ja schon. Wer sucht denn am falschen Ort? Ja, er sucht am falschen Ort. Das ist, glaube ich, auch das Beste, dass er daran am falschen Ort sucht. Und wir holen uns jetzt die Infos, die wir brauchen. In der Hoffnung, dass wir sie kriegen. Damit wir an diese. Die anderen hier rankommen. Oh. Das Feuer auf diese Ärsche. Verdammte Shit, der Rest ist. So, wir haben jetzt hier Informationen. Paar Fotos machen, bisschen knipsen. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Juri und Polito feuern lässt. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken. Aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Oh, der Unidad-Stützpunkt. Na, das kann ja Scheiße, lustig werden. Wir wollen hier lang. Ja, ich befürchte. Ich würde sagen, wir befreien mal unsere Verbündeten schnell. Wow. Das war jetzt wohl nicht gerade pralle, ja. So, schnappt euch ein paar Waffen, Leute, Jungs, und Boah, Halleluja, das kann ja nicht mehr gut ausgehen hier, die Schießerei. So, jetzt muss ich erstmal versuchen, hier rauszukommen. So, wir haben ein paar Informationen bekommen. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt mit dem Heli weiter, um noch ein paar Infos mehr zu bekommen. Aber ich nehme jetzt diesmal den Hubschrauber. Diesmal nehmen wir den Hubschrauber, Leute. Bei mir sammeln. Alles klar bei dir. Genau, bei mir sammeln und wir fliegen mit dem Heli jetzt weg hier. Das ist, glaube ich, das Beste für uns alle. Sie aufgescheucht. Ja. Ich fliege. Oh meine Güte. Ah, das ist die Luftunterstützung. So. Na los. So, Hubschrauber, halten Sie Shift, um den Schub zu erhöhen. Verwenden Sie, um Schub zu verringern, also Strong, halten Sie W zum Beschleunigen, S zum Verlangsamen, A um nach links, rechts ist dann D. Okay, gut, alles klar. So schwer kann das jetzt auch nicht sein. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich habe gar keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wichtige Aufklärungsmissionen. Ja, wir werden jetzt erstmal, heute werden wir ein paar Infos, würde ich sagen, erstmal sammeln. Das mit dem Hubschrauber hier, ey, das ist ja, oh weia, das kann ja lustig werden, die Informationen zu sammeln. Ja, oh, mal gucken. Eieieiei. So, muss ich mal schauen, wo ich da jetzt am besten lande. Alter, Hallo? Ich habe doch nicht mal was gemacht, die haben eine Leuchtrakete abgefeuert. Scheiße, die haben mich gesehen. Ups, ich muss ja YouTube-mäßig freundlich bleiben. Oh, das war eine Bruchlandung. Ja, okay, alles klar. Ja, wir steigen am besten erstmal aus. So. So, erstmal gucken, ob hier ein paar Gegner sind. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die Drohne. Setze Drohne ein. Gehe in Position. Bin schussbereit. Da ist noch ein Tango. Schieße! Boom, Tango, er hat mich hier aufgescheucht. Okay. Gut. Die wissen von uns. Oh, das war wohl ein bisschen zu laut.
Ja, ich hätte vielleicht mal nicht so laut sein sollen. Man kann ja auch gleich die Pistole nehmen. Wow, wow, Halleluja, das ist ja hier. Meine Güte, die schießen ja rum wie die Verrückten hier, die Amigos. Oh. Das war wohl nicht gut. Ich sollte vielleicht mal treffen üben. So, eine Kartellauszeichnung. Oh, wow. Ich habe jetzt sie mit Maschinenpistole. Verdammt, Alter, das ist hier gar nicht gut. Ey, mitnehmender Beschuss hier, das kommt gar nicht gut. Muss mal gucken, wie ich da ins Haus reinkomme. Ach, shit, gar nicht gut. Tango getroffen. Ja, schön. Ich komme hier gut nicht ins gemacht. Haus rein. Auf und dann weiter. Okay, dann gehen wir hier hoch, meine Herrschaften. So, rein da. Geht nicht. Okay, dann nicht. Dann müssen wir doch da hochlatschen. Ich dachte, das Ding hätte einen Eingang. Nö, hat's nicht. Klettern. Wir müssen also doch hier hoch. So. Zack, zack, zack. Durchgucken. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir die Infos kriegen, die wir brauchen. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir holen ihn uns. Mit seinem Navi. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freundin stecken. Tja, Leute, so sieht das aus. Ja, hier könnt ihr übrigens Nachschubkisten sichern. Das hat natürlich für später dann nochmal ziemlich viel Vorteile. Wir müssen die Rebellen den Nachschub holen. Das ist dann für unsere Verbündeten sozusagen das, was wir hier alles einsammeln. Das lohnt sich. Könnt ihr übrigens auch nachgucken. Nicht hier, sondern... Sammeln, Leute. Das könnt ihr... In Bewegung. Könnt ihr hier nachgucken, wie viel ihr habt. Wo war das? Ich glaube, hier war das irgendwo. Ne. Irgendwo war das. Genau, ihr könnt dann sehen, wie viel Munition oder wie viel Essensvorräte, Funkausrüstung und so könnt ihr dann hier so sehen. So. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt mit dem Hubschrauber mal weiter. Weitere Infos sammeln. Ich hoffe, dass wir die Infos kriegen, die wir brauchen. So, alle mal einsteigen hier. Bevor ihr noch mehr davon kommen, von diesen Amigos. Wir werden jetzt auf jeden Fall... Haben wir jetzt genügend Informationen gesammelt. Und... Ja, wir werden auf jeden Fall mal zum... Gucken, wo wir da jetzt hinfliegen. Schauen wir mal. Wo ist das denn? Wo wollten wir denn jetzt hin? So. Informationslager. Story-Einsatz. Genau. Da werden wir dann im nächsten Let's Play-Video. Ein Hauptmann namens Fuentes hat mit Jury und Polito gearbeitet. Verhören Sie Fuentes. Mal sehen, was er uns sagen kann. Da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Story weitermachen. Sozusagen. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ich würde mich natürlich darüber sehr freuen, wenn ihr auf jeden Fall ein Like oder ein Abo da lasst, falls ihr mögt. Und ich verabschiede mich auf jeden Fall mal mit einem großen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Florian TV. Ciao, ciao.